Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Philippi's Light. Ich bin's, der Black. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht da, wo ich mich die letzte Folge ausgelockt habe. Das liegt einfach daran, dass ich offscreen noch schnell hierher gerannt bin und mich, fast dort hingestellt habe, wo ich jetzt gerade stand. Und, jetzt habe ich haufenweise Erfahrungspopel um mich rumfliegen. Okay, und ich wollte nämlich ein paar Minetersterne sammeln. Das heißt, ich habe mich quasi nach der Aufnahme gestern, hierher gestellt, offscreen, mehr oder weniger, und stand einfach nur AFK rum, habe ein, zwei Viecher angehauen, aber ansonsten stand ich hier AFK rum und habe nichts gemacht. Danach, wie gesagt, ich hatte dann das Rendern alles eingestellt gehabt, nur mehr oder weniger, also sprich die Folgen, die ich gestern gemacht habe, Fiesta und Minecraft und dann halt auch noch ein Iron vom Vortag, habe das Zeug quasi zum Rendern eingestellt und sobald das Rendern lief, dann bin ich ja auch ins Bett gegangen, habe ich das Spiel ausgemacht. Ja, das Spiel ausgemacht. Den Server habe ich versehentlich angelassen. Das heißt, er ist jetzt durchgelaufen. Deswegen muss ich dann gleich mal zum Dür rüber gucken. Nicht, dass seine Yu-Yu-Meta-Kiste voll läuft. Oh, 13 Wither-Skelette. Sehr schön. Einer bleibt drinnen. So, wie immer. Und die 12 kann ich mitnehmen. Nicht, dass seine Kiste voll läuft. Das will ich nämlich nicht. Ich mache das sicherheitshalber erst. Ich weiß nicht, wie gesagt, unsere Produktion oder unsere Anlage selber ist ja allgemein nicht auf einen 24-Stunden-Dienst ausgelegt. Ich weiß nicht, wie hoch seine Produktion ist und ob da eventuell seine Kiste, weil er hat da, glaube ich, nur eine Silver-Chest oder sowas stehen. Nicht, dass die voll läuft. Deswegen gucke ich da mal hin und stelle ihm notfalls eine eigene hin. Geplant war es nämlich nicht, dass ich den Server anlasse. Das war absolut ein Fail von mir. Andererseits, Schaden tut es ja auch nicht. Ich denke, ein paar Solarpanels werden da schon zusammengekommen sein. Vielleicht können wir, oder ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir mittlerweile dann wenigstens das zweite Solarpanel zusammencraften können. Das ist ja auch nicht schlecht. Das hat ja auch schon mal was. Huch, hier rein. So, Tür rein. Dann gucke ich mal schnell zum Tür runter. Das hier ist alles noch alt. Er dürfte schon ein bisschen weiter sein in den aktuellen Folgen, weil ich mal wieder immer noch in der Vorproduktion bin. Das ist ja aber die letzte, wirklich die letzte Aufnahme vor meinem Urlaub. Damit habe ich quasi dieses Projekt dann auch fertig beurlaubt. Schauen wir mal. So, hier, wo wollte ich hin? Hier hinten hat er das Ding stehen, ne? Ja, Silver Chest, wusste ich's doch. Und, naja, gut, ist noch Platz. Also vollgelaufen ist er schon mal nicht, aber er hat jetzt ordentlich Material. Ich denke mal, ich brauche keine Kiste hinstellen, weil das, was da drin ist, dürfte eigentlich für heute reichen. Produktionstechnisch. Ich denke nicht, dass das voll läuft. Gehe nicht von aus. Und soll ich in sicherheitshalber doch die Kiste hinstellen? Ich habe da sowieso eine mitkommen. Ich mach's mal sicherheitshalber. So. Nehmen wir mal ein paar mit. So. Und hier rüber. Und zack. Zack. Du weißt, oder ich habe es ihm gerade über Facebook geschrieben. Ich hoffe, er weiß, er liest das, bevor er es nächstes Mal aufnimmt. Sonst wundert er sich, warum steht hier das Yu-Yu-Meta rum. Nur einfach sicherheitshalber. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier 100 Folgen aufnehme, aber dadurch, dass ja hier der Tag- und Nachtzyklus war und du ja auch größtenteils Solarproduktion hat, ich nehme an, ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass sein Dings jetzt auch ausgelaufen ist, seine Dings-Energieanlage hier. Ja, wie gesagt, war ein Fail meinerseits, sonst hätte er wahrscheinlich da irgendwas craften können, dass sich die Atomzellen sozusagen automatisch nachfahren. Jetzt, wie gesagt, wo ich da bin, wird es auch so sein, dass ich ab und zu mal ins Bettchen gehe. Und da ich ja ab und zu ins Bettchen gehe, wird nochmal ein bisschen erhöht produziert, weil ja über die Solarpanels das meiste läuft. Oh, apropos Solar. Warum komme ich jetzt wieder hier oben aus? Das verstehe ich nicht. Warum kommt sein Portal hier oben raus und meins unten wieder? Ist ja merkwürdig. Naja. Soll mir auch recht sein. Dann kann ich ja gleich mal hier rüber gucken, ob hier die Query auf Grund gelaufen ist. Weil das wollte ich eigentlich bei mir noch kurz gucken. In dem Fall könnte ich die schnell umstellen, aber es sieht eigentlich ganz, ganz vernünftig aus hier. Wir sind immer noch nicht am Boden der Tatsachen angelangt. So, der ist weg. Lalalala. Ja, also hier ist noch genug Platz. Ich habe auch, ach doch, meine Quantum Rosi hatte ich mit. Das heißt, ich könnte zur Not mal runtertauchen und mal gucken. Aber das ist ja Blödsinn. Also, eine 24-Stunden-Produktion und die Stelle hier ist immer noch nicht leer gesaugt. Wir haben wirklich eine sehr gute Stelle erwischt diesmal, scheinbar. So scheint es mir, so deucht es mir. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ging es denn wieder rein? Jetzt vor lauter Schreck weiß ich nicht mehr, wo es reinging. In meine... Ich glaube, hier sieht es schon mal ganz günstig aus. Ja, ja. Hier ist Eingang. Also hier entlang. Und hier rauf.
Damit kommen wir wieder zum Portal zurück. Und jetzt muss ich nochmal zu meiner Dingsfarm zurück. Das Portal hier. Upp, Entschuldigung. Das Portal hier ist aber noch an, ne? Ja, okay. Merkwürdig. Äußerst merkensgewürzig. Oder hat er da was umgebaut, dass das dass jetzt sein Portal oben auch reingeht und meins nicht und überhaupt? Also, Quatsch, was wollte ich hier? Achso, ich wollte Wizard. Ich muss ja noch ein paar Wizard killen. Genau deswegen bin ich hier. Weil Nethersterne gibt es ja logischerweise nur mit Wizard. Deswegen gehen wir auch hier rein. Meh. Gehen wir hier hin, dahin, dorthin. Dahin und klatschen. Wo haben wir diese Knöpfe noch mit drauf? Ich kann mich ja sicherheitshalber mal umziehen. Ich meine, tun die mir eh nichts, aber es könnte ja sein. Zack, zack, zack. Und da hätten wir den ersten. Mal schauen, ob das irgendwie was abzieht, wenn der hier explodiert. Na komm, bumm. Tatsächlich, hat ein bisschen was abgezogen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, der ist aber wild hier. Wow, wow, wow. Ja. Also, die letzten haben weniger Probleme gemacht. Aber das Explodieren, das sollte ich also besser lassen. Entsprechend das dahin, das dahin, das dahin. Und das dahin. Das nervt gerade, dass das Zeug um mich rumfliegt. Ich habe auch nichts zu futtern mehr mit. Was soll's? So, so, so. Gehen wir eben hier hin. Aktivieren das Schwertchen wieder. Lalalala. Diese blöden Punkte. Dieser Erfahrungspuppe um mich herum. Komm mal um. Okay. Wunderbar, der nächste Netherstern. Hätten wir schon zwei. Hehe. Ich habe noch Fleisch für zwei Nethersterne übrig. Entsprechend machen wir uns noch zwei. Jawohl. Zack. Und. Eins, zwei. Einmal Screenshot. So. So und Screenshot. Diese scheiß Erfahrungspuppe. So. Na, jetzt habe ich sie wieder eingesammelt. So, jetzt ist er da drin. Die Tür brauche ich eigentlich nicht zu machen, das wird eigentlich so gehen. Hör auf, mich zu beschießen, Junge. Ist er tot? Ja. Noch mehr Erfahrungspopel. Jetzt habe ich schon 40 und mein Leben, oh Quatsch, mein Essen ist arg gesunken. Na gut, den einen kriegen wir jetzt aber noch hin. Komm. Klack. Und plupp. Und. Eins, zwei, drei. Vier Wither, vier Nethersterne und wahrscheinlich auch noch viele Solarpanels. Mal gucken hier rein. Hier ist nichts Besonderes. Was zu essen gibt es da auch nicht. Naja, in dem Fall hauen wir den halt so. Bom, 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 bom. Es sah immer aus, als hätte ich hier hinten die Wand zerkloppt. Geht ja aber gar nicht. Das kann ich ja gar nicht. Das hört sich manchmal so an. Hm. Na gut, jedenfalls, wir haben vier Nethersterne, die können wir jetzt erstmal mitnehmen. Jetzt blinkt es gerade, wahrscheinlich hat mir der Düge geschrieben, du Vollidiot, was hast du jetzt gerade gemacht? Oder was auch immer. Ich werde mal, ja, ich guck mal kurz rein. Ja, da bin ich wieder. Er hat geschrieben, dass es wohl eher ein Problem bei der Query geben wird, also sprich, dass die ausgelaufen sein wird. Könnte bei meiner natürlich auch passieren, fällt mir jetzt gerade so ein. Weil so lange lief die noch nie durch, aber ja gut, das wäre dann auch nicht so das Schlimme. Das würde mich jetzt auch nicht extrem stören. Wir müssen jetzt erstmal was zu futtern holen. Hopp, hier rein. Gehen erstmal schlafen am besten. Mit hungrigen Marken schläft sich zwar nicht so gut, aber das geht schon. So, okay. Dann gehen wir mal hier runter. Lalalala und gehen hier in die Ecke, wo ja eigentlich die Tinkins, jawohl, sind noch drin, sind aber schon fast wieder leer. Hoho, haben wir ganz schön verwurstet. So, na gut, jedenfalls sind wir wieder aufgefüllt. Ich habe einen Haufen Knochen. Die kann ich mal in Mesa Raider klatschen. Zip, zip, zip. Das Zeug kann eigentlich weg. Ich muss mir mal eine Schrottkiste oder sowas bauen. Das kann weg. Das kann weg. Das weg. Das weg. Schwarzpulver kann auch erstmal weg. So. Dylan joined the game. Oh, da guckt er gleich nach. Huhu, komm mal, willst du gleich mal gucken? Kann natürlich sein, man muss auch mal gucken,
Und eventuell haut er noch eine Folge hinterher. Da drüben ist er. Ich guck mal rüber. Hab kein Jetpack an. Natürlich. So. Lalalalalalala. So, da ist er. Wird wahrscheinlich alles offscreen sein, ist aber kein Problem. Weil ich nebenher hochlade. Guck mal, wart kurz. War ja auch nie geplant, dass er da ist. Hochlüade. Hochlüade schreibe ich. Hochlüade. Dann machen wir mal so hier. Das müsste gehen. Okay. Pling, pling. Jetzt klingt mein Handy. So. Lalalala. Ja, wegen Hochladen halt. Jetzt schreibt er mir noch über das Handy, ja, Glück auf. Und so weiter und so fort. Und ja, leck und so weiter. Natürlich, ich lade ja hoch. Wegen Hochladen und soeben. Hab aber bisschen runtergestellt. Komm mal. Sollte jetzt besser werden. So. Gut, dann guck mal. Ja, ich kontrolliere mal bei ihm mit seine. Was ist das denn hier eigentlich von der Kiste? Achso, das ist die. Wo ist er denn? Ach, schon wieder draußen. Hui. Ich komme ja nicht rüber. Muss meine Jump-Taste mitdrücken. War noch Platz. Komm mal. Hab aber zur Sicherheit ne Chest hingestellt. Und ansonsten, bei der Query weiß ich natürlich nicht. Lalalala. Muss ja natürlich gleich gucken, ob alles funktioniert. Aber selbiges würde ich natürlich auch machen. Man sieht es auch, seine Query arbeitet nicht mehr. So, ich gehe jetzt erstmal rüber. Bin wieder bei mir. So. Ich immer mit diesem, ja, Smiley, Zwinker-Smiley, was soll's. Schlimm mit mir. Okay, also wieder Abmarsch. Die Dinger haben wir gelegt. Du kann hier machen, was er will. Sobald er wieder weg ist, ich gehe mal von aus, dass er wieder ausreißt, dann werden wir uns, werde ich die Upload-Geschwindigkeit auch wieder hochstellen, weil ich muss ja auch noch ein bisschen was hochladen und so. Und ja, wie gesagt, geplant war es nicht. Hier sieht man auch noch, läuft all das noch. Das heißt, die Lava ist, ja doch, hier hinten, das läuft auch noch. Das passt schon, das ist nur die üblichen Lecks oder Bugs, besser gesagt. Alles gut. Und jetzt wollte ich mal runter gucken, was haben wir denn eigentlich an Produktion hinbekommen? Was haben wir denn an Produktion hinbekommen? Mach eine Folge. Komm mal, stell sie schnell um, wo du gerade da bist. So, machen wir das so. Meine Query, da wollte ich gerade mal gucken. Meine ist auch fertig. Also muss ich meine auch umstellen. Das wird aber in dieser Folge nicht mehr werden. Aber wir können ja in dieser Folge schon mal gucken. Hier. Ja, also 4 MV Solarpanels kriegen wir schon wieder zusammen. Ja, zumindest hat sich dahingehend gelohnt. Muss man zumindest zugeben. Das kann erstmal raus. Das kann raus. Das. Das brauche ich nicht. Das kann weg. Das erstmal das. Und die sieht's auch. Nethersterne lasse ich mal da. Das Ding wollte ich eigentlich gar nicht haben. Beziehungsweise ich brauche. Achso, doch muss ich da lassen. Weil ich ja nichts anderes da habe. So, ich crafte erst einmal ein HV und so. Achso, hat er noch gar nicht gesehen. Ja. Wie er schnüffelt hier. Lalalala. Lalalala.
ja, sieht ein bisschen wilder aus als bei ihm wahrscheinlich, aber dadurch, dass die Filter das alles einsortieren, funktioniert das alles. Lülülülü. Ich wollte hier drüben aus Elektrik, Mechanik, brauche die LV-Transformer, das ist eine Bedbox. Und ich hatte auch irgendwo noch einen MV-Transformer, da haben wir 5 Stück. Okay. Mit denen gehen wir hier hin. Ist er noch da? Der macht mich nervös, der Typ, wisst ihr das? Was habe ich hier drin? Achso, ist auch noch ein bisschen was fertig geworden. Okay. Ja, also Solarpanel. Solar. Schon einstecken. Vier Stacks. So. Und die verkraften wir jetzt. Und zwar zuerst mal zu dem hier. Sub. All is lower. Und dann zu dem hier. Sub. Beziehungsweise jetzt sind 4 Medium Voltage Solar Arrays. Ich weiß nicht, wie es hier unten aussieht, genau. Kohle, diesmal fehlt es am Electronic Circuit. Ah, das heißt, Kohle ist jetzt wieder genug da. Das heißt, ich kann da irgendwann mal wieder nachjustieren. Und mal gucken, wo es beim Electronic Circuit fehlt. Boing, hopp, einmal nach oben. So, entsprechend, ich brauche erstmal die, wo haben wir sie, Blululula. Elektrik? Nee, Elektrik ist er nicht. Hier ran. Ui, hier ist fast voll. Wo habe ich meine Wrench? Oder Werkzeuge wahrscheinlich. Blödmann. Wo sonst? So, unter Werkzeuge. Ich muss mich echt noch an mein Lagersystem gewöhnen. Aber das gehört, kommt alles zu seiner Zeit. So. Hopp. Gehen wir hoch. Ich brauche nämlich, wie viel habe ich? 4? Brauche ich noch, 4 Stück. 1. Wow. Ich muss echt mal das Dings wieder wechseln hier. Das Jetpack. Ich gehe mal wieder auf das Jetpack, dann komme ich nämlich schneller hier raus. 2. Das war bescheuert. Habe ich mich voll versetzt? Das wollte ich nämlich gar nicht. Hier, kommt, die kannst du wieder haben. Glock. Die da wollte ich haben. So, okay. Und hier. 3. 4. Okay, so. Also stellen wir den ganz, den Upload mal ganz runter, damit der Dü noch ein bisschen was machen kann. Entsprechend hier einfach mal auf Stoppen. So. Dann kann er so, wann wollte er stoppen? 18:30? 18:50, alles klar. Jetzt haben wir uns 18:42, nur für den Fall, dass es euch auch interessiert. Dann kann er seine Query umsetzen. Jo, passiert. Passiert. Aber, wie gesagt, ich habe ihm ganz schnell fix mit Bescheid gesagt. Ich denke mal, dafür, dass, wobei ist ja nichts Schlimmes passiert, im Gegenteil. Er hat halt nur mehr Produktion, klar muss er jetzt mal kurz online sein, aber sonst ist nichts passiert, als dass er sich da groß grämen müsste. Im Gegenteil, er hat halt jetzt einen Haufen Huiuiu-Messer und ich habe da oben bald ein neues Solarpanel stehen. Brauche dazu nur noch einen HV-Transformer, High-Voltage-Transformer, einen Energy-Crystal, kriegen wir hin. Ich benötige einen MV-Transformer, den haben wir. Die doppelt isolierten Kabel und ein Electronic Circuit. Ich denke, das sollte alles machbar sein. Elektrik. Das sind die Advanced Circuit. Die will ich nicht. Ich will einen normalen. Dann muss ich mir wohl craften. Nehmen wir das Copper mal mit. Refined Iron. Hopp. Refined Iron haben wir hier noch ein bisschen was. Und Nikolit, Basalt. Wo habe ich das? Lapis, Obsidian, Stein. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich das Redstone da. Reds Glowstone da. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Für den Electronic Circuit hätten wir jetzt alles. Ich benötige die HV-Dinger. Habe ich da noch was da? Unsortiert. HV-Cable, jawohl. Brauche ich natürlich nicht die Obsidian-Dinger, sondern auch nicht die hier. Sondern hier. Ein wenig von diesem Rubber haben wir. Was benötige ich noch? Einen Diamanten, genau, einen Diamanten, Diamantos. Beziehungsweise Edelsteine sind das allgemein. Wo habe ich die denn? Habe ich die Elektrik? Extra?
Oder hatte ich die irgendwo einsortiert? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Zwischenprodukte, Werkzeuge, Mechanik, Elektrik, Zauberhaft. Zwischenprodukte, nee. Stein, Stein, Obsidian, Silber, Zinn, Heavy Metal, Glas, Nikolit, Basalt, Stein, Edelsteine, da oben. Unter Edelsteine haben wir auch genug Diamanten. Wunderbar. Das heißt, wir könnten das Ding eigentlich zusammen craften. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.